Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land 1.5. So, ich habe ja jetzt hier schon einige Bäumchen hier gefällt, sodass ich jetzt mal gucken werde, dass wir die ein bisschen abtransportieren können. Allerdings haben wir ein Problem. Und zwar ist es so, dass unser Wärter, das sehe ich noch nicht, unser Wärter Händler, LU, Neu- und LU-Unternehmer, nicht da ist. Deshalb werde ich wohl nach Hause laufen müssen und mir selber einen Traktor holen, mit dem ich dann die Baumstämme verladen kann. Das heißt, wir joggen mal schnell nach Hause und hoffen, dass der Traktor noch dort steht. Wenn ich mich recht erinnere, wollte eigentlich der LU-Unternehmer unsere Poltergabel holen, damit der zum Wald kommt. Ich weiß aber nicht, wie weit er gekommen ist. Deshalb müssen wir da mal nachgucken. Jo. Wenn ihr Bock habt, hier mitzuspielen, dann wendet euch einfach auf meinem Discord-Server, der unten in der Videobeschreibung verlinkt ist, an Malonation. Der macht das Aufnahmeverfahren. Und dann seid ihr vielleicht hier bald auch Teil davon. Und Ende der Woche wollen wir ja das Hoffest machen, endlich. Nachdem es letzte Woche nicht geklappt hat, wo ich kurzfristig absagen musste, hoffe ich, dass es diese Woche hinhaut und die Blaubeeren sogar Brötchen mitbringen. Das wäre optimal. Alles aus heimischer Herstellung. Das wäre super. So, jetzt, wo ist... Da steht ein Trecker rum. Ist, glaube ich, der vom Händler, oder? Müsste der sein. Aber dann hole ich... Achso, nee, warte mal. Muss ich doch mal telefonieren. Klingelingeling. Yo, Diesel, Folger hier. Yo. Wo ist denn der Johnny gerade im Einsatz? Den hast du doch letztes Mal mitgenommen, oder nicht? Ah, stimmt, der steht hier noch am Wald, oder? Stimmt, den habe ich hier in den Wald gestellt. Okay, weil den muss ich jetzt abholen, weil der Händler hat eine SMS geschrieben, dass der heute verhindert ist. Ja. Das heißt, wir müssen selber die Baumstämme verladen. Ja, ich bin ja gerade am Dreschen und laut GPS sind auch deine Felder erntereif. Na, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Ja, die dresche ich dann und dann sehe ich alle Felder direkt wieder neu an. Jo, passt. Damit es auch mit der Feldarbeit direkt wieder vorangeht. Ja, da habe ich mir sowieso gedacht, dass ich mich da jetzt eigentlich wirklich mal zurückziehe. Also, dass ich da wirklich mal mich auf euch verlassen muss, weil sonst kommen wir mit den Produktionen einfach nicht hinterher. Ja, richtig. So, hier ist er. Supi. Und dann hoffe ich mal, dass wir da vorwärts kommen. Mhm. Wie viel Kredit hast du noch offen? Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube noch irgendwas mit 730.000. Oh, so viel. Von 1,5 Mille. Okay, also die Hälfte. Mal, wo ich ja letztes Mal die ganzen Fahrzeuge verkauft habe, habe ich direkt 300.000 Euro gesagt an Neumann. Ja, komm. Zurück damit für den Kredit. Okay, das ist gut. Ja, ich habe nämlich auch noch um die 500, glaube ich, offen. Mhm. Und ich muss noch 100 an die Blaubeeren zahlen für den Drescher. Okay. Aber das kriegt man dann schon hin. Ja. Gut, ich hole mal gerade die Poltergabel, die hier irgendwo rum... Ah ja, da steht sie. Nee, oder?
Doch. Jo. Okay, gut, passt. Mir hat der Gordes erzählt, dass jetzt die Tage bei dir auf dem Hof ein Hoffest ist. Ja, am Sonntag machen wir das. Okay. Da müssten wir auch noch eine Palette Steaks und Würstchen abholen. Ja. Und die Blaubeeren, die bringen Palette Brötchen mit? Eine Oder wie sieht das Palette aus? Brötchen mit, genau. Okay. Eine Palette Bier habe ich schon kalt gestellt. Ja. Die hat der In der Cortes schon großen Eierkühlerhaus. vorbeigebracht. Ja. Die hat der Cortes schon vorbeigebracht. Und dann am Sonntag, also ich gebe euch dann nochmal vorher Bescheid, schreibt mir mal eine Rundmail. Alles klar. So, ich mache mich dann mal jetzt auf den Weg im Wald. Ja. Bin jetzt hier fertig bei mir und dann werde ich mich zu deiner 109 begeben und dann zu 127. Ja, kannst du mal gucken, was gerade Mohnwert ist und Dinkel? Ja. Ob da was Gutes dabei ist. Mohn liegt bei 533 und Dinkel 941. Dinkel habe ich mir überlegt. War letzte Woche schon so ungefähr. Mohn geht, glaube ich, auf knapp 700. Aber ich muss auch ein bisschen Geld machen. Ich bin ein bisschen im Minus. Naja, Aber ja, dann. die ganzen Reparaturkosten, ne? Ja, genau. Ich glaube aber auch, wenn ich fertig bin mit dem Dreschen, muss der Drescher noch mal eine Wartung. Ja, das hätte ja dann erstmal Zeit bis zur nächsten Ernte. Wollte ich gerade sagen. Na okay, dann gucken wir mal. Vielleicht verkaufe ich auch ein paar Eier. Wie ist denn der Eierpreis? Bin gerade hier am Gas geben. 1142. Das ist ja nichts. Dann geht, glaube ich, nochmal über 2000, oder nicht? Auch schon. Alles schlecht. Wurst und Steak.461 und 531. Ja, das war auch über 600, wenn ich mich recht erinnere. Okay, dann komme ich halt erstmal nicht an Geld. Oder ich verkaufe mal Holz beim Michel Holz hinten. Michel. Könnte ich überlegen. Ja, okay. Ich melde mich dann nochmal, wie wir das machen. Aber mit Alles den klar. Waren müssen wir halt mal warten, bis da gute Preise vorhanden sind. Ja. Du kriegst auch nochmal Kohle, glaube ich, oder? Oh, halt. Ja. Aber muss leider ein bisschen warten. Ja, alles gut, kein Problem. Gut. Gut. Ups, so. Ich melde mich dann. Jo, Bis das. dann, ciao. Ciao, ciao. Okay, gut, da sind wir angekommen. Dann. Och nee! Ah, jetzt habe ich hier die Palettengabel dran, ey. Ach, so ein Mist, ey. Alter, was ein Fail. Jetzt gucke ich mal, ob ich damit vielleicht den einen oder anderen Stamm aufgeladen bekomme. Vielleicht kriegt man das hin. Ja, einen haben wir schon mal. Wenn nicht, muss ich noch mal an den Hof fahren. Aber ich weiß auch gar nicht, wo die Poltergabel dann liegen soll. Ich die noch im Wald liegen habe.
Das ist natürlich Katastrophe, ey. Ah, nee, das kannst du vergessen, glaube ich. Es dauert dann ewig. Ah, Mist, ey. Und ich habe doch keine Zeit. Weißt du, ich wollte Gas geben, aber so. Und das Gas geben vergessen erstmal. Jetzt kriege ich den auch nicht mehr raus hier. Ach, Mist, ey. Ja, okay. Dann müssen wir noch mal zum Hof fahren, ey. Verdammte Kacke, ey. Upsala. Ist so ungeschickt. Hätte ich vorher mal richtig geguckt. Ich glaube aber, dass die im Wald liegt beim Sägewerk. Es hat schon wieder Zeit, die flöten geht, ey. Nur weil ich nicht richtig geguckt habe. Ich dachte am Anfang, die Poldergabel ist nicht dran. Und dann dachte ich, sie war doch dran und dann ist sie doch nicht dran. Ach, meine Herren. Unnötig durch die Gegend fahren und Sprit verblasen. Kann mal gucken. Sprit ist auch nicht mehr. Oh, der Frontlader müsste eigentlich auch zur Wartung, ey. Ich brauch Geld, ich brauch Geld. Die Palettengabel werde ich aber an den Hof legen. Weil die brauche ich ja da dann wahrscheinlich eher für die Eierkartons wieder. Also wir hätten auch schon wieder 12.000 Eier, so wie ich das sehe. Jetzt gucke ich mal gerade hier. Da liegt keine Palettengabel, keine Poldergabel rum. Aber ich könnte hier gerade mal tanken. Oder? Ja. Da haben wir noch Diesel drin. Das ist schon mal gut. Und dann hoffe ich mal, dass die Poldergabel tatsächlich im Wald ist. Sonst fahren wir noch ein bisschen mehr unnötig durch die Gegend. Ups, kleiner Geländeeinsatz. So, an dieser Stelle würde ich mich auch natürlich über ein Like, Abo oder einen Kommentar freuen.
Wenn ihr Bock habt, schaut gerne morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming LS19 Mutuality auf der Grünfelder Land. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.